Die dunkle Seite erfüllt euch. Ich spüre, dass ihr es weit bringen werdet. Ich habe, was gewünscht war. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Als Sesh sich mir widersetzte und Skotia töten ließ, verlangte es die Tradition, dass sie getötet und ihre Machtbasis zerstört wird. Glaubt mir, ich wünschte, ihr wärt in dem Grab geblieben. Es wird mir eine Pein sein, euch sterben zu sehen. Erspart mir die falschen Tränen. Ich bin bereit, gegen euch zu kämpfen. Ihr habt das Recht, euch zu verteidigen. Ansonsten wäre ich auch enttäuscht von euch. Möge die Macht euch mit offenen Armen empfangen. Tötet ihn. Ihr seid wirklich gnadenlos. Ich verstehe, wieso Sesh euch erwählt hat. Aber jetzt ist es genug. Ah, ihr habt euch vorbereitet. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Zu eurem Pech bin ich älter und weiser. Und habe Rituale studiert, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Ich habe etwas auf Malachor 3 zu erledigen. Bereitet mein Schiff vor und sorgt für eine würdige Einäscherung hier. Ja, mein Lord. Mein Lord, ihr seid wach. Wir müssen schnell hier raus. Wenn Thanaton herausfindet, dass ihr noch lebt, stecken wir in Schwierigkeiten. Soll Thanaton mich doch finden. Ich werde ihn töten. Ich bezweifle, dass ihr im Moment stark genug dafür seid, mein Lord. Kehren wir mit den anderen zum Schiff zurück. Dort können wir überlegen, was zu tun ist. Mein Sith Lord, ihr seid zurück. Ich dachte, ihr wärt tot. Das war ja schlimmer, als von einer ganzen Banta-Herde niedergetrampelt zu werden. Wir folgten Thanatons Dienern, töteten sie und zogen euch aus einem Graben. Zuerst hattet ihr keinen Puls, doch Karl bemerkte, dass ihr noch warm wart. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das überleben konntet. Das erklärt, warum ich noch lebe. Wo ist Thanaton? Seid ihr wirklich bereit, gegen ihn zu kämpfen? Er hat euch wirklich hart zugesetzt. Dass du überlebt hast, ist wohl das Beachtlichste, was ich je erlebt habe. Ich kann es immer noch nicht fassen. Anscheinend war Thanatons Ritual zu stark für dein Schild. Aber er hat das Band zwischen dir und den Toten nicht richtig verstanden. Um dich zu töten, hätte er ihre Geister vertreiben müssen. Du bist gestorben, doch durch ihre Anwesenheit bist du dennoch am Leben geblieben. Das ist großartig, aber was machen wir jetzt? Wir können nicht warten, bis Thanaton zurückkommt und uns tötet. Ich werde die mächtigsten Toten der Galaxis finden, sie binden und ihre Kraft aufnehmen. Thanaton wird keine Chance haben. Es ist ein Glücksspiel.
Niemand von uns weiß, welchen Preis die Aufnahme solcher Kraft in so kurzer Zeit mit sich bringen würde. Der Preis ist mir bewusst, aber ich werde es riskieren. Wir haben auch nicht wirklich eine andere Wahl, oder? Also, wo finden wir noch mehr Geister? Die Jedi auf Taris untersuchen etwas derartiges. Ich habe vor meiner unglücklichen Verwandlung einen Mann dorthin geschickt, um Nachforschungen anzustellen. Ich müsste mir das Ganze noch genauer ansehen, um ganz sicher zu sein, aber ich schlage vor, wir kontaktieren ihn. Einer wird nicht reichen. Wenn ich wieder gegen Thanaton kämpfe, will ich ihn vernichten. Ich wünschte, wir hätten mehr Hinweise, aber im Moment kann ich nicht mehr bieten. Corin und ich werden uns auch umsehen und Thanaton beobachten. Wenn er etwas unternimmt, geben wir euch Bescheid. Viel Glück, mein Sith Lord. Ja, uste ans alfrast no job. Diabolus afstop fahrer. Ich habe genug von euch. Eigagai werbapa fraujins ala petaik galakai in alama. Woher sollte ich wissen, was passieren würde? Jawarp, mi pane sei so, sum reitis. In biso se waitais bila presinkretai. In pise e wanata atragat injais. Hat Tulak Hort jemals den Körper gewechselt, als ihr bei ihm wart? Aulas ja sirbanas ja taimar paus, eiklas jan laune kai in guda aitin. Warstwe godzai akran. Pyrowandans ja wanjantans in ufkunpa. Ihr habt nicht zufällig eine Idee, wo wir anfangen könnten? Jawais from Bama Daga, I house the dedam, nivle ladam, us miselaikum. Genug, endlich eine Atempause von diesem Monster. Schüler, ich verspreche dir, wenn du mich aus diesem schrecklichen Körper herausholst, werde ich dir Macht verschaffen, die du dir nicht vorstellen kannst. Dieser Körper passt perfekt zu eurer Persönlichkeit. Ja, ja, Sage das Monster. Sehr clever. Ich hätte fast meine Meinung bezüglich des Rituals geändert, weißt du? Ich mag dich wirklich. Aber die andere Wahl war der Tod und so viel bedeutet mir niemand. Dann versteht ihr ja, warum ich mich nicht kampflos ergeben habe. Ich stand vor derselben Wahl. Ich habe dich zu gut ausgebildet, glaube ich. Wenn ich schon nicht aus diesem Körper heraus kann, kannst du wenigstens dieses Monster zum Schweigen bringen. Kim Wall ist zwar ein Monster, das Machtnutzer verschlingt, aber er hat mich nie angelogen. Ich werde einen Weg aus diesem Körper finden. Und wenn das nicht klappt, werde ich irgendwie die Kontrolle übernehmen. Da hast du deine Wahrheit. Ihr seid wohl kaum in der Lage, mich zu bedrohen. Was willst du tun, um mich aufzuhalten? Bedenke, wenn du mich tötest, stirbt dein geschätzter Cam auch. Auflistung. Braga, Tol, Jedi-Ritter, Status unbekannt. Tarvus, Haron, Lieutenant, Sondereinheiten, Status unbekannt. Polaran, Damas, Informationsmakler, Status unbekannt. Geständnis. Ich bin auf eine Unregelmäßigkeit in meinen Subroutinen gestoßen. Die Liste der Ziele, die mir vor Jahren einprogrammiert wurde, ist immer noch aktiv in meinem Speicherkern. Noch mehr Feinde, die wir liquidieren können? Am besten gehen wir alphabetisch vor. Komplikation.
Die Liste ist völlig veraltet. Bei jedem Profil steht jetzt Status unbekannt. Es wird eine Weile dauern, diese Informationen zu aktualisieren. Schlussfolgerung. Die Tatsache, dass ich die einprogrammierten Unerwünschten nicht liquidiert habe, verursacht ein Kaskadenversagen essentieller Systeme. Dieses Sabotageprotokoll dient dazu, mich zu deaktivieren, falls ich dem Feind in die Hände falle. Letztendlich werde ich dadurch permanent abgeschaltet. Es muss doch einen Weg geben, die Subroutine abzubrechen und deine volle Funktionalität wiederherzustellen. Bestürzung. Ich habe überall nach Protokollen gesucht, die diesen ärgerlichen Zustand beheben können. Es existieren keine in meinem Speicherkern. Ermittlung. Mein ursprünglicher Programmierer ist verstorben. Manuell lässt sich die Subroutine nicht löschen, aber vielleicht kann man sie auf andere Weise beenden. Bitte, während ich nach einer Lösung suche, erzählen Sie der Crew bitte nichts von meinem Dilemma. Sie sollen mich weiterhin fürchten. Was für ein Tag, was? An manchen Tagen möchte man ohne ein paar Aufputscher oder einen harten Drink gar nicht erst aufstehen. Aber dann gibt's auch wieder Tage, an denen einfach alles perfekt ist. Ich hätte euch nicht für einen Optimisten gehalten. Ich fühle mich heute einfach gut, das ist alles. Ich habe mir die Beine vertreten und ein paar Schießübungen gemacht. Ein gutes Gefühl. Sesh, haben eure Forschungen irgendwelche weiteren Informationen über diesen tarisianischen Geist geliefert? Ni pate uvaro isandan sware kanidede akjas waluda is. Die alte Dame ist selten da, wenn wir sie brauchen. Ginen gangan gisat. Es tut mir leid, aber ich muss mit ihr sprechen. Anims jai fragibans, imbate sunjas. Puijangardos, wai parpana. Ihr habt mir zu gehorchen, Monster. Gehorcht! Nibatai ufaro wisandan, suare kanidede. Danke. Es ist angenehm, wieder meine Fähigkeiten nutzen zu können. Du hast ja keine Ahnung, wie beunruhigend es ist, in den hintersten Winkel seines eigenen Bewusstseins gedrängt zu werden. Aber du hast mich sicher nicht gerufen, weil du meine Gesellschaft vermisst hast. Was ist dein Begehr? Ihr sagtet, ihr wüsstet etwas über einen Geist auf Taris. Ah, ja. Ich konnte ein paar zusätzliche Informationen finden, ehe ich, die Orientierung verlor. Anscheinend war der Geist, hinter dem du her bist, einst ein Sith aus Darth Malaks Invasionstruppe, die Taris vor ein paar hundert Jahren zerstört hat. Der Geist war einer der Sith, die während des letzten Bombardements aus dem einen oder anderen Grund hier zum Sterben zurückgelassen wurden. Wir sind manchmal alle Kriegslüstern. Sterben Sith eigentlich jemals einen natürlichen Tod? Die meisten Sith werden nicht einmal 50. Elios Mallis im imperialen Stützpunkt kann dir mehr erzählen. Wenn er seine Manieren vergisst, erinnere ihn daran, dass du meinen Platz eingenommen hast. Habe ich kürzlich erwähnt, wie sehr es mir gefällt, Ihnen zu dienen?
Ihr wollt nach Paris, mein Sith Lord? Ich werde eine Fähre für euch bereitstellen. Bitte entschuldigt die Verzögerung. So viel war auf dem Planeten nicht mehr los, seit Darth Malak ihn vor Jahrhunderten besetzte. Jetzt, wo die Republik ihre zertrümmerten Städte wieder aufbaut, ist der Rat der Sith entschlossen, den Planeten ein für allemal zu zerstören. Taris wird der Macht des Imperiums zum Opfer fallen. Und ich bin sicher, ihr werdet unseren Sieg vorantreiben. Wenn ihr bereit seid, nach Taris zu reisen, eure Fähre hat Starterlaubnis. Ich bin startklar. Ich werde dem Imperialen Kommando melden, dass ihr unterwegs seid. Sprecht mit Captain Hallett, wenn ihr mitkämpfen wollt. Steigt nieder, Pana Eipa, Brigandan in Puidangar. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Willkommen auf Taris, mein Sith Lord. Ich bin Captain Hallett, Imperiales Militärkommando. Eure Ankunft ist unerwartet. Der Oberbefehlshaber der imperialen Truppen auf Taris möchte mit euch sprechen. Darth Gravus, unser neuer Ankömmling. Ich habe eure Gegenwart gespürt. Solch eine Beherrschung der Macht ist selten und beeindruckend. Würdet ihr euer Lichtschwert für die Zerstörung von Taris einsetzen? Dieser Planet wird Ödland sein, wenn ich mit ihm fertig bin. Ausgezeichnet. Ich weiß noch, wie ich solche Leidenschaft empfand. Die Republik versucht, Taris wieder aufzubauen. Ich bin hier, um sie zu vertreiben und den Untergang des Planeten zu vollenden. Wenn ihr an meiner Seite dem Imperium dienen wollt, greift die republikanische Artillerie an, die auf unseren Stützpunkt feuert. Ich werde jede republikanische Waffe zerstören, die ich sehe. Sucht mich auf, wenn die Artillerie zerstört ist. Dann reden wir über eure Rolle im größeren Konflikt. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Viel Glück bei der Jagd. Elios Malis, ihr wurdet hierher geschickt, um Nachforschungen über einen Geist anzustellen. Was habt ihr herausgefunden? Ich bin ein beschäftigter Mann. Ich habe keine Zeit für... Oh, mein Sith Lord. Vergebt mir. Ich habe euch in eurem neuen Gewand nicht erkannt. So edel. Was für eine angenehme Überraschung. Ich hatte besorgniserregende Gerüchte vernommen. Raus mit den Informationen. Jetzt! Ja, der Geist, natürlich. Wollen wir mal sehen. Ich versichere euch, dass ich unermüdlich gearbeitet habe, aber... Die Jedi bewachen die alte Jedi-Enklave sehr streng.
Das ist der Ort, an dem der Geist zum ersten Mal erschienen ist, versteht ihr? Keine Verzögerung mehr. Raus damit! Der Geist erscheint sporadisch. Nicht einmal die Jedi, welche die Enklave bewachen, können ihn zum Erscheinen bringen. Sie sind dazu übergegangen, einen jungen Padawan einzusetzen, um den Geist durch Blutsbande oder Ähnliches hervorzulocken. Töricht, wenn ihr mich fragt, aber ich bin kein Mann von großer Weisheit. Anscheinend haben die Jedi ein schwaches Glied in ihrer Kette. Die Jedi bewachen sie streng, aber ich denke, ihr könntet recht haben. So mancher Sith war einst ein Padawan mit beeinflussbarem Geist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein beeinflussbarer junger Padawan eurem besonderen Charme widerstehen kann. Und so könntet ihr es euch ersparen, gegen eine kleine Jedi-Armee zu kämpfen. Ich habe schon seltsamere Dinge getan, um mein Ziel zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass ihr sie von ihren Jedi-Beschützern weglocken wollt. Ihr könntet das Jedi-Trainingsgelände beim Wasserfall aufsuchen. Es ist nun verlassen. Gefährlich. Die Datenrekorder dort enthalten vielleicht gewisse nützliche Informationen über ihre Persönlichkeit. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, so viel wie möglich über ihre Jedi-Meister zu erfahren. Nida Pana Eipa Brigandan in Puidangar. Reiseroute bestätigt.